Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zurück in der Welt von Far Cry 5. Ja, das letzte Mal haben wir ja hier den Wahnsinn erlebt. Und wir gucken jetzt mal, was wir weiterhin so anstellen können. Was gibt es denn auf der Karte? Hier sind zumindest zwei Missionen. Lamp of Good Kirche. Ah, ich würde sagen, wir fahren einfach mal rum. Aber ich sehe hier gerade wirklich nichts vom Fahren. Steigen wir mal in den Heli ein. Jawohl, vielleicht finden wir ja noch irgendwo was. Da unten scheint noch was zu sein. Gehen wir mal hier runter. Habt ihr gehört, was passiert ist? Zum Glück war Jerome zur Stelle, oder? War wirklich ein fast ein Absturz, egal. Er wird sicher nicht gerade glücklich darüber sein. Aber wegen mir soll er sich ins Knie ficken. Mach doch weiter so. Das schaut. Wir interagieren hier mal, wenn das geht. Ja. Alles klar. Was haben wir denn hier drin, ne? Ah, 42 Dollar, plündern voll. Ja, das können wir komischerweise plündern. Alles klar. Jetzt ziehen wir durch die Straßen, vielleicht können wir hier so ein bisschen was finden. Da hinten auf jeden Fall, wo es rot blinkt. Wir wurden entdeckt. Halt die ab. So, weg mit den Lappen. Zwei Vorteilspunkte, sehr schön, die können wir gut gebrauchen. Gut, hier ist nicht so wirklich was, aber so, egal, weiter geht's. Wir nehmen uns hier mal das Quad mit. Hatten wir nicht noch eigentlich zwei Trapper-Verstecke? Ich halte mal kurz an, gucke auf die Karte. Na gut, Karte. Ernsthaft? Eigentlich hatten wir doch zwei. Aber hier ist noch ein Sekten auspassen. Ja, den nehmen wir doch mit. Dann fahren wir da mal hin. Da müssen wir hin.
Wow! Schnell weg, bevor der Bär uns gefährlich wird. Wir wollen ja hier kein Frühstück vom Bär werden. Oh, da haben wir das Tier überfahren. Na gut, hier mal wieder Straße. Na gut, was heißt Straße? Eher Feldweg. Aber wir krallen uns jetzt mal hier diesen Außenposten. Wir klettern mal hier mal ein bisschen rum. Da sind wir auch gleich, das ist sehr schön. Wir müssen halt nur aufpassen, dass die uns hier nicht entdecken. Bumm, Faustjunge. Wow. Wir müssen erstmal hier so ein bisschen abseits gehen, sonst sind wir gleich platt. Als ob! Und wir haben kein Medikit, das ist bitter. Man sieht den Affen auch nicht, von wo der schießt, ne? Das kotzt mich hier gerade so an. Alter. Ja, klar, sicher. Diese Kacklappen. Ja, hör mir auf mit der Moralaposteln da. Wie wir den jetzt befreien werden. Auch aber erstmal eine vernünftige Knarre. Soll ich denn mit zwei Colts? Kann ich ja gar nichts mit anfangen. Wir nehmen uns Boomhammer mit. Was kann man denn hier holen? Schönes. Ah, flinke Finger. Herstellung. Solange Sprengteile. Manipulation und Safe-Knacken werden beschleunigt. Na gut, das nehmen wir mal mit.
Ein Truthahn. Gut, das Viech ist platt. So. Oh oh. Das hört sich ja nach einem dicken Bär an. Weg mit der Ratte. Shit, hier kommen wir nicht rein. So, Boomer, komm mit. Hier haben wir jetzt ein Auto. Sehr schön. Da brauchen wir wenigstens nicht laufen. Hier bin ich. Das hat gerade echt gepasst. Alter, lässt du mal Boomer in Ruhe, du Junkie? Ja, du wolltest doch nur, hör auf zu labern. Sehr schön. Falsche Seite. Sag mal, waren hier nicht irgendwelche Geiseln? Nö. Nö, nö, nö. Fahren wir jetzt weiter, wo man kann ein bisschen laufen. Komm, gib ihm. Nice. Na gut, der andere ist platt. Los, Boomer, weiter geht's. Hier für euch. Hä? Von wo kommen jetzt die Schüsse? Egal, wir gehen jetzt hier lang. Wir holen uns hier jetzt diesen Außenposten. Aber wieso ist der noch so weit hinten? Naja gut. Scheint ja gleich da zu sein. Jo.
Gut, der Bär ist auch kalt, sonst hätte er uns aufgefressen ist wahrscheinlich. So. Du stehst nicht nochmal auf. Hey. Yeah, Mann. Mit einem Knall befreit hier. Nice. Und der nächste Außenposten, der uns gehört. Da ist das sehr schön. Ich habe da noch Kleinigkeit zum Lesen. Gucken wir mal, wo es als nächstes hingeht. Wo sind wir überhaupt? Na gut, komm, wir gehen mal zu Ray. Machen hier mal eine Schnellreise hin. Dann ist der Weg nicht allzu lang. So, bei Ray Ray sind wir auch gleich. Vielleicht wird uns im Storyverlauf nochmal nützlich werden. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Boom ist auch schon mal wieder fit am Start. Gucken wir mal, was uns bei Ray Ray so erwartet. Oder je nachdem, was er so für Aufgaben hat. Ah, ein Flugzeug. Wow, was geht da ab? Die Granate war fail. Nehmen wir mal die hier. So, schön. Hier für euch auch noch eine Dynamitstange. Ja, sehr schön, Boomer. Mach Attacke hier.
schnell mal nachladen. Du Bockel. Ich hau mal so um, kriegst ein paar vor dem Latz. Noch welche da? Nee, geschafft, sehr schön. Hast du die Scheiße gesehen? Ja, ich hab sie selbst erledigt. Kein Ding, ich helfe dir. Mal gucken, was es hier zum Einsammeln gibt. Plündern. Saves. Echt? Wo? Da. Wir nehmen hier alles mal mit. Knacken uns jetzt den Safe. Sauber. Sonst noch was? Hier was zum Lesen für euch? Reklame-Kopie. Story-Verlauf. Wingman aktiviert. Ja, gut. Dann nehmen wir uns mal die Karre für. Oh Gott, die Mucke, ey. Wir setzen uns da mal einen Wegpunkt hin, wo wir hin müssen. So. Jetzt hin und dann helfen wir dem guten Kerl mal. Den haben wir richtig gegeben, ey. Das läuft doch einfach so über die Straße. Ich find's richtig nice. Das war so ein Sektenanhänger fett überfahren. Richtig geil, ey. Das gefällt mir doch hier echt immer mehr. Hier. Sehr schön, das Teil ist auch im Arsch. Die paar Meter hier können wir laufen. Wir wollen ja diesen Anhängern hier ja nichts gönnen, ne? Seed Ranch. Oh no. Thank you.
What? Was ein Pisser. Weg und Plan entwickeln. Komm her, Junge. Ich hab da noch was für dich. Ja, klar. Die ballern hier mit Mörsern rum. Was ein krankes Volk, Mann. No, ich will kein Scharfschützengewehr. Grad nicht. Nix da. Du Drecksau, Alter. Verreck, du Sau. Joseph kann dir jetzt auch nicht mehr helfen. Schnell rein und Entdeckung gehen. So, wir brauchen erstmal einen neuen Gehilfen. Nehmen wir ihn hier, Hank. Hier, zweites Arschloch, for you. So, weg mit dir. So, sehr schön. Ja, ich komm schon. Ah, der ist schon verreckt, Alter. Können die überhaupt was? Der scheiß Scharfschütze auf dem Dach, Alter.
Wo sind die anderen jetzt? Da. Nein! Nein! Ich Vollidiot! Nein! Verdammte Kacke! Ich hab mir gerade alles selbst kaputt gemacht. Kommt. Die haben meinen Boomer kaputt gemacht. Ja, dann komm her. Hier, komm mal. Zweites Loch, Digga. Ich warte. Überraschung. Lass mich doch rein da, Mann. Alter, verfluchte Kacke. Das war zwar mies in die Eier, ist mir aber scheißegal gerade. Ey! Brennst du oder was? Verpiss dich, Alter. Heil dich, Mann! Die
Oh. Wie viel kommen denn noch, Alter? Von wo fiel der Schuss gerade? Yeah, Mann! Oder das wieder gepackt? Zweiter Außenposten, der uns jetzt schon gehört. Also insgesamt mehr, eigentlich vier. Nice. So, dann bringen wir jetzt nur noch das Flugzeug zurück. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Jetzt haben wir erstmal Ray seinen Flieger wieder klar gemacht. Na, kommen wir da durch? Bestimmt, ne? Nice. Ist nur noch da durch. Alter, der ein geiles Flugzeug. Ja, Tiefflug kriegen wir da hin. Ah, die haben wir echt ganz gut aufgemischt und auseinandergenommen. Bin ich der Meinung. Auch wenn es beim ersten Mal richtig fail war. Ja, das glaube ich dir, Keule, das glaube ich dir. Ja, ich merke schon.
Ja, wir sind echt gut dabei. Ey, diese Sicht nervt mich ab. Ich denke, in den nächsten Parts haben wir es dann auch schon so weit, dass wir uns den Drecksack von John Seed schnappen können. Es wird mir dann echt ein Vergnügen sein, den ersten Mistkerl hinter Gittern oder tot zu sehen. Hallo. Wo langt jetzt? Halt das Silo. Nehmen wir auch noch mal gleich mit einem Flieger. Das macht Bock, Leute. Alter, holt euch das Spiel. Könnten wir so nebenbei geil noch ein paar Punkte sammeln. Fette Sache. Ein paar Widerstandspunkte. Wow, ey, mach keinen Scheiß hier. Hallo. Ey, Mann. Was soll denn der Rotz jetzt? Das liegt an dieser verfluchten, beschissenen Steuerung, ey.
So, da hast du es. Oh mein Gott! Oh mein Gott, da ist sie! Du Hurensohn, hast sie! Du hast sie, danke! Kim! Das Flugzeug ist zurück! Hey, komm schon, wir drehen sie um! Komm schon, pack an! Das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich sowas für ein gutes Gefühl habe. Diese verdammte Peggy. Kim, komm schon! Wehe, die haben an ihr rumgefummelt. Dieses Flugzeug ist seit drei Generationen in meiner Familie. Ist das zu glauben? Kim, kommst du da? Wie er seine Frau hilft. Krass. Die war sein ganzer Stolz. Ich hab ein paar Feinheiten vorgenommen. Kim, würdest du dich bitte beeilen? Was? Diese Schweinepriester geben einfach nicht auf. Ja, Memel. Dazu in der Luft bin ich besser, aber am Boden bist du wie ein wildes Tier. Ich greif von oben und du von unten. Was sagst du? Alles klar, check Faust, geil. Kim, du bleibst drin, bis ich zurückkomme. Attacke, auf geht's. Von wo denn nun schon wieder? Drecksack, Alter. Ihr widerlichen Pisser, Alter.
sehe hier keine mehr. Jawohl, Silberbarren sind immer gut. Nix da, Alter. Call of Duty Light, Freunde. Rauchgranate. Shit. Kuckuck. Voll in den Kopf, Junge. Tschüss. Jawohl, geschafft, Leute. Sauber, nice. Verstehst du das nicht? Ich verstehe das nicht. Lass die unser Land stehlen, unsere Freunde entführen und Gott weiß was sonst.
Nice. Klar, machen wir doch. Meine Freunde, das war's mal wieder für diesen Part. Wenn es euch doch gefallen hat, lasst ein Like nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.